Hey ho, meine Lieben, ich schon wieder. Ja, was mache ich mir heute? Eine One-Man-Bacon-Bomb. Ganz einfach. Und die mache ich wieder auf dem Severin. Und dieses Mal, ja, probiere ich ein bisschen rum, experimentiere mit Deckelteil drüber. Eine Schüssel einfach. Wurde ja auch geschrieben und vielleicht bringt es was. Ausprobieren. Ja, die Hitze wird sich auf alle Fälle darunter ein bisschen sammeln. Und naja, dazu zwei Kartoffeln habe ich mir gekocht, ein bisschen vorgekocht. Alufolie einwickeln und mit draufschmeißen. Ja, und fertig wäre danach dann schon wieder das Essen. Aber alles weitere drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Hier hätten wir schon wieder meine kleine, feine Komplettübersicht. Ja, fangen wir hier mit den Kartoffeln an, bisschen vorgekocht. Ja, ich hoffe, dass sie nachher weich sind, gut sind. Die wickle ich einfach bloß in Alufolie ein. Ja, die böse Alufolie. Ich habe es bis jetzt überlebt und werde es auch weiter überleben. So, die sind schon mal weg. Die kommen mit auf den Grill dann. Ja, was haben wir dann? Ein Bacon. Ein Päckchen muss reichen. Zwei Scheiben Schinken. Ein bisschen Goldmais für die Füllung, Scheiblettenkäse, Schmelzkäse, muss ich zu meiner Schande gestehen, mein schöner Cheddarblock, ja, der war etwas grünlich, scheiße, naja, kann man nichts machen, den habe ich mir gerade noch geholt, Salz, Pfeffer, Paprika, bisschen Boostersoße, bisschen Tomatenmark mit Knoblauch wieder. Und hier habe ich noch das Tomaten-Paprika-Mark und das ist alles, was wir soweit benötigen. So, dann gehen wir mal über. Das Hackfleisch, 240 Gramm waren es. Ja. Kann ich es lesen? Wo steht es denn? Auf der Waage hatte ich es auf alle Fälle gelesen, glaube ich, 240 Gramm. Das muss ausreichen. Mehr gibt es nicht. Heute habe ich nicht wieder Bock, meine Finger komplett einzusauen. Zumindest nicht für das Kneten. So, tun wir ein bisschen Pfeffer rein. Das reicht auf das bisschen. Ein bisschen Salz. Bisschen von dem Tomatenmark mit Knoblauchgeschmack. Und ein paar Tropfen Worcestersoße. Fertig. Nö, Paprika, edelsüß. Aber jetzt ist fertig. Tja, ich sagte ja, One-Man-Bacon-Bomb. Ich will mein Zeug aufessen. Mich rührt schon den Käse, den ich wegschmeißen musste. Ja, doch, könnte eine schöne Fläche geben sogar. Schauen wir mal. Also mit einem Päckchen Bacon fange ich jetzt auch nicht an, ein Netz zu legen. Das sollte auch jedem klar sein. Aber ich lege sie so hin, dass sie schön überlappen. Besonders wenn wir so zerrupfte Stellen haben. Sollte ich mich vielleicht mal wieder bei Bacolan melden, ob sie nicht auch kleine Netze haben. Ha ha ha. Nehme ich mir mein Schinken.
schön kunstvoll ausgelegt. Leute, ich sehe schon wieder, ich esse 2 oder 3 Tage da dran. Mindestens wieder. So. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Handschuh. Ach ja, und mein Daumennagel, ich habe heute keinen Bock auf das Reinigungsbenzin gehabt. Weil anders kriegt man die Pampe eh nicht weg. Etwas von dem Paprika-Tomatenmark. Und als Füllung nehme ich hier diese Goldmaismischung von Bonduel. Mexiko-Art, da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wie bin ich wieder auf diese Idee heute gekommen? Ja, letztens haben wir es ja im Chat wieder gehabt. So mit Bacon Bomb etc. pp. Und dann habe ich mir heute gedacht, naja, Hunger habe ich. Auf alle Fälle, was mache ich mal auf die Schnelle? Und dann habe ich so geguckt, was da ist. Jo, und dann habe ich das kurzerhand mich dazu entschlossen, das so zu machen. Das war wahrscheinlich schon wieder zu viel der Füllung. Ja, schön ist, wenn man trotzdem drüber lachen kann, gell? Schande. Ich glaube, ich bin nicht für kleine Portionen geschaffen, Leute. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich noch schnell eine Schnur rumziehe, um zu verhindern, dass sie da aufplatzt. Wie blöd. Und das mache ich jetzt auch noch schnell. Geschnürte Bacon Bomb. Und dann sehen wir uns wieder. Fertig gewickelt und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich behaupten. Andere Seite. Und ich werde jetzt zuerst angrillen von der Oberseite und danach drehe ich sie um. So machen wir das jetzt. Also, dann gehen wir, drehen wir uns um und gehen zum Grill. Ich habe hier jetzt noch so Gitter quergelegt. Ich hoffe, dass das außen dann nicht zu heiß wird, wechseln Plastik und hier eine große Schüssel zum drüberlegen. Die Kartoffeln schmeißen wir auch einfach mit drauf. Fertig. Und kommt unser Bacon-Bömpchen. Das ist wirklich ein Bacon-Bömpchen. Passt der Deckel? Ja, nicht so ganz wirklich. Doch, geht, passt. Zum Runterholen natürlich wieder dann mit Handschuhen. Und so lasse ich es jetzt erst einmal ein paar Minuten liegen. Zum Umdrehen hole ich euch wieder dazu. So, nach ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten waren das jetzt, schauen wir da jetzt ganz einfach mal nach. Ui, schaut doch mal nicht schlecht aus. Zum Angrillen auf alle Fälle. Die Kartoffeln drehe ich auch einmal um. Heiß. Jetzt hätte ich fast den. Ja, hier läuft nämlich schon der Käse raus und das will ich ja verhindern. Fast die Schüssel ohne Handschuhe angelangt. So. Und so grillen wir jetzt eine ganze Ecke weiter.
Irgendwie riecht's komisch. Oh oh. Das ist der Käse. Ja, sonst sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ich lasse jetzt mal einfach mal hochkant legen. Ja, der Käse. Boah! Ist ja furchtbar. Das ist eindeutig ein Nachteil. Aber es wird. Es wird. Mein Gott, dann stinkt es halt ein bisschen nach verbranntem Käse. Ein bisschen Spaß muss auch dabei sein. Was haben wir hier schon für eine KT? Ja, wir gehen auf die 60 Grad zu. Gut. Lassen wir sie noch ein bisschen liegen. Gerade eben noch die andere Variante testen. Auf Alufolie legen. Und dann lege ich jetzt noch mal den Deckel drüber. Den Quasi-Deckel. Naja. Fertig kriegen tue ich das Ding jetzt auf alle Fälle. Ich erkläre das Ding jetzt für fertig. Boah. Smog, Rauch, Nebel in der ganzen Bude. Tja. Ja. Komm runter, du Feigling. Ja. Ja, Leute. Ja. Weg damit. Dann gehen wir rüber auf die andere Seite zum Anschneiden. So, zuallererst bereite ich mir aber meine Kartoffel vor. Oh ja, sogar ein bisschen Farbe bekommen, das Ding. Oh, die sieht gut aus. Die sieht gut aus, Leute. Schmeiße ich mir jetzt einfach die Kräuterbutter drauf. Tu mir nachher noch ein bisschen Salz dazu. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Na, wo ist jetzt meine Fleischgabel hin? Da ist sie. Na, sieht doch geil aus. Eigentlich schon. Ha! Und ich schmeiß mir das Ding jetzt auf den Teller, tue es vorher noch entschnüren. Was ja rein theoretisch halbwegs gleich gehen sollte. Und dann wird probiert. Aber nicht ohne vorher wieder hier auf die schnelle Ordnung zu machen. Tja, und dann würde ich mal sagen, ab in den Hals mit dem Stück. Und jetzt bin ich echt gespannt, aber so eine Füllung habe ich auch noch nie gehabt.
Also definitiv, wer diese Erbsenmischung, Maismischung aus den Döschen mag, wem das schmeckt, dem wird das Ding auch mit Sicherheit richtig geil und gut schmecken. So viel kann ich auf alle Fälle sagen. Kartoffel. Ist doch, ja, war mal eine Bacon Bomb der anderen Art, Mini Bacon Bomb, ideal für einen Einpersonenhaushalt. tja, was soll ich noch lang reden? Mir schmeckt's, ich lasse es mir jetzt schmecken und wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht auch schon wieder morgen, ich habe keine Ahnung. Nee, morgen habe ich den Rest zum Essen und ja, Anna hat einfach bis zum nächsten Mal. Also, Tschaikowski, wir sehen uns. Freundliches Kommentar, Abo, Däumchen nach oben, ihr wisst Bescheid. Danke.